Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und heute wurde Valorant endlich für die Öffentlichkeit released, samt einiger Neuerungen, die ich euch im Laufe dieser Woche auch noch in einem separaten Video vorstellen werde. Neben dem neuen Agent Rainer und der neuen Map Ascent haben wir aber auch einen neuen Spielmodus dazu bekommen. Spike Rush. Den will ich euch im heutigen Video erklären und im Anschluss gibt es noch eine kleine Gameplay-Runde. Spike Rush ist in meinen Augen primär ein Warm-Up-Modus, den man mal gut zwischendurch oder vor einem richtigen Ranked-Match zum Warmwerden spielen kann. Gespielt wird wie gewohnt in 5er-Teams mit der üblichen Agent-Auswahl zu Beginn und es gibt wie immer ein Defending- und ein Attacking-Team. Im Spike Rush werden aber nur 6 Runden gespielt, heißt das erste Team, was 4 Runden holt, gewinnt das Spiel. Die Runden, die in diesem Modus gespielt werden, sind dabei aber auch noch deutlich schneller als normale Runden im Competitive. Das liegt an 3 Faktoren. Erstens, es gibt keine Buy-Phase und die Barrier-Phase beträgt nur 25 Sekunden. In jeder Runde spawnen alle 10 Spieler mit derselben Waffe und vollen Abilities, die Ausgangssituation ist also für jeden Spieler gleich. In diesem Match gab es in der Pistolenrunde zum Beispiel die Frenzy und danach sind alle Spieler mit der Marshall ins Rennen geschickt worden. Zweitens, jeder einzelne Spieler der Attacking-Seite startet mit einem Spike, wodurch der Spike in vielen Runden schon super früh gelegt wird. Es können aber nicht mehrere Spikes geplantet werden. Sobald ein Spieler seinen Spike legt, fungiert dieser als Main-Spike, den die Defender entschärfen müssen. Drittens, auf der Map verteilt gibt es Buff-Orbs, die eingesammelt werden können und dem Spieler, der sie einsammelt, einen Vorteil verschaffen. So gibt es zum Beispiel den Hyper-Speed-Buff, der dich und Teammates, die beim Picken in der Beacon stehen, schneller rennen lässt, eine Weapon-Orb, die dir beim Einsammeln eine meist bessere Waffe gibt, eine Ulti-Ability-Orb, die deine Ulti sofort freischaltet, die Damage-Amplifier-Orb, die den Schaden deiner Waffen verstärkt und die Crippling-DK-Orb, die für ein paar Sekunden die Lebenspunkte aller Gegner um 90 reduziert, maximal aber auf einen Lebenspunkt runter. Die Orbs spawnen zufällig verteilt am Anfang der Runde auf der Map und weil die Effekte so stark sind, werden diese Positionen immer relativ aggressiv angespielt und die Runden dauern nie wirklich lange. Da man jede Runde mit einer neuen Waffe und vollen Ability spawnt, bringt es nicht viel passiv zu spielen oder Waffen zu saven. Der Modus zielt geradezu auf aggressive Plays ab und ist optimal, um sich gegen echte Spieler warm zu spielen, ohne 30 oder mehr Minuten für ein Unranked Match aufzubringen. Am besten zeige ich euch einfach mal eine Runde Spike Rush zusammen mit den Jungs. Warte, warte. Lass uns mal zusammen einsammeln, oder? Dass wir alle den Buff bekommen. Warte, ich hau was rein. Dann lass mal sammeln. Ja. Sammelst du? Alex, du sammelst? Ich hab's nicht bekommen. Ja, ich hab's. Der ist da rechts, rechts, rechts. Zweite Seite. Teleporter. Heal ist down. Flash rum. Rechts los. Noch unter rechts. Links. Links zu Rainer. Bitte. Oh, der hat auch Diggle-Hit von mir. Seht ihr, Dick downed? Der hat Diggle-Hit, Diggle-Hit. Nee, oder? Nein, der hat 1 HP, der Dick downer. Molly! Top, Doc! Kannst du hängen. Oh, der bangt dich durch. Du fähigst, komm. Hä? Der war jetzt komplett durch, wa? Also, ich, Alter, bin ja komplett auf Tryout. Ja. Durch die Wand und durch. Durch die CT-Wand, Alter. Durch die CT-Wand und durch den. Durchs Metall. Achso, ja. Doppel, ja, krank. Boah, jawoll, Ulti, Alter. My hold is ready. Ich bin aufgehoben. Unten war der, unten. Ich markier mich jetzt. Lass mal Drohne fliegen, oder? Oh nein. Deploying Drone. Ein Hit. Fakers, oder? Eieiei, mir sind die irgendwo. Oh Gott, Arsgang. Mal B durchgasen. Let's go. Ja, Toxic ist auf alle Gegner. Lass mal fliegen hier. Ich mach mit der auch den. Sammel. Oh, dann noch einer mit Putti. Das ist Felix. Komm mit. Den. Lass das sammeln da vorne. Rest. Oh, ich bin geflasht. Oh, ah, hier, Weapon Upgrade ist das. Weapon Upgrade hast du eben. Noch einer! Ach du Heilige. Die Waffe ist nicht anders. Ganz legen, letzter Teleporter drin. Dann haben wir aber keins vergessen, oder? Dann ist nur Hyper Beast mit Beaten. Der Hyper ist ja noch. Komm schon, ja. Last round in the half. Die sind so. Also die neuen Skins sind mega Felix? Geil. Das Bundle, was man heute kaufen konnte. Ja. Jetzt hast du es aufgeladen? Breakaway. Wer ich? Ich hatte schon. Felix, mein Jo. Na, dich hol ich. Keine Ahnung, da ist halt eine Wende dabei. Ich spiel hier halt eh nicht. The hunt begins! Ah, Ultimate hab ich schon. Ich hab auch schon Ulti. Ich geh mit Ulti rein. Leicht Toiletten durch. Ah. Steht CT oder rechts in diesem Arscheck, Erik? Ja. Die Vollstrecke. Der ist offside, down. Ich will noch mal Ulti gehen. Come on, let's go! CT. Ah, warte. Er ist drauf. Echt schon raus?
Bumm. Schön, der Bernie. Das war echt nice. Der Modus dauert halt, wenn du drüber fährst, halt 6-7 Minuten nur. Bernie, hier bei mir Waffe. Warum hab ich geil? Oh, ich hab das Gift, ich hab das Gift. Ja, damit ist nix. Dann jetzt pushen, jetzt rein. Die haben jetzt Low AP gleich. Und jetzt push. Hab jetzt alle Low. Ja! Ein Hit. Oh Gott! Du gehst einfach noch auf Body jetzt. Flawless. Ja. Sind die alle One-Hit gewesen, Alter? Ja, ja. Wenn die Full AP haben, haben die noch einen Kevlar und 59 ja, Leben, glaube ich. Die haben da einfach 10 AP oder so. Ach stimmt, da haben sie nichts mehr. Ich hab den allen 26 1 gegeben, einfach durchgeswirrt. Ich hab mal. Go. Was passiert, wenn man Doppelgift hat? Könnt ihr B lang auch mal Gift sammeln? Wenn du, Alter, ich glaub nicht. Lang, Benny. Und wir haben alle Low. Warte mal, ich will den ficken hier. Oh nein, wir haben auch Low. Oh nein, das wäre nicht so gut. Hier, glaube ich. Nee, sorry, noch einer. Ich hab Gift und Damage Amplifier, also man kann auch zwei haben. Benton. Auf dem Dinger da. Auf dem Bay. Spike planted. Auf 6 Punkte. In der Bude. Nice. Ja, die. Wie riesig ist eigentlich diese Axt, Alter? Jawohl. Danke. Hey, ich fuck ab. Ich bin down. Defenders win. Die Mucke ist neu. Achso, Mucke ist das. Ich hab Mucke aus, deswegen hab ich das nicht gehört. Ja, oder? Ich hab Level 5 schon. Ach, du sammelst auch einen Spike Rush XP, das ist ja geil. Ja. Nee. Taui, ja, da bräuchte ich noch 6 Games, dann hätte ich Dingens, einen Free Agent.